herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality mit dem Hans-Peter. Jeden Tag. Jeden Tag. Naja, hier ist einiges neu, ne? Ja. So, wir haben es geschafft, auf die Version V2 von der Schwarzing zu wechseln. Ich gehe mal gerade hier in die Landkarte rein. Einfach, dass ihr den Überblick kurz habt. Es ist ziemlich viel orange geworden. Das heißt, alle nicht bezeichneten Parzellen gehören der Stadt. Und ansonsten sind alle Höfe und Ländereien wieder so, wie sie auf der Version 0 waren von der Schwarzing. 1. Ja, 0, 1, je nachdem. Die 1, war ja nicht genauer betitelt. Wir haben hier genauso wie die anderen auch den Spielstand, wobei McManus vielleicht noch ein bisschen einen anderen Spielstand hat. Aber bei uns passt soweit alles. Alle Höfe, der Landhandel gehört zur BGA, dem LU. Wird von dem auch betrieben. Genau. Was gibt's noch zu sagen, Tigerfarm? Hans-Peter. Also ist einiges neues Land dazu gekommen, viel Wald. Was ich gehört habe, 2000 Bäume weg. 4000. 4000, ach 4000. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Also von dem her... 18, 19, die Wiese gegenüber hier. Genau. Das daher alles recht gut und hoffentlich auch performancefrei von Bugs. Gut, aber dann starten wir mit dem RP. So, Hans-Peter. Ja. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Erstmal hier schöne Aussicht, die war ja abgeforstet. Jo. Jetzt hier eine schöne Wiese. Ja. Eigentlich eine schöne große Wiese. Jo, ich muss mal... Ah, da ist doch der Herr Neumann. Ja. Hallo, Herr Neumann. Ja. Hallo, Herr Neumann. Hallo. Na, was sagen Sie dazu? Gucken Sie mal die Aussicht hier an. Wie schön das jetzt auf einmal ist. Ja. Wurde viel abgeholzt. Ja. Sie haben jetzt gerade ordentlich zu tun, oder? Ja, ich habe gerade sehr viel zu tun. Was machen Sie denn heute so? Wir haben ja einen neuen Landhandel hier. Das betreiben wir jetzt auch noch. Und wir müssen die ganzen Sachen holen, die wir dafür brauchen. Wasser und Stroh, Heu. Ah, okay. Alles Mögliche. Brauchen Sie nicht vielleicht auch diese? Diese brauchen wir auch, ja. Da könnten Sie mal. Kann ich gar nicht was anbieten. Kommen Sie mal mit. Nur kurz, Herr Neumann. Wenn Sie Heu und Stroh brauchen, können Sie ja mal vielleicht beim Sepp nachfragen. Vielleicht verkauft er Ihnen ja was. Danke für den Tipp. Ich halte mich mal dran. Ja. Herr Neumann, also bis dann erstmal. Tschüss. Tschüss. Ich habe auch nur. Kommen Sie mal mit. Sie können ruhig hier. So, ich muss gerade mal gucken hier. Okay, wir sind richtig. So. So, neue Karte. Neue Karte, neues Glück. Ich gehe gerade mal nochmal hoch zum Bauhof. Weil da steht noch unser ganzes Equipment rum. Wie gesagt, wir haben die Fahrzeuge alle wieder so weit zugeordnet, wie sie gestanden sind. Natürlich war das nicht alles möglich, an den Plätzen hinzustellen, wo die Fahrzeuge wirklich waren. Deshalb hat jeder Spieler seine Fahrzeuge zurück an seinen Hof gekriegt und startet jetzt von da aus. Und ich habe mein Equipment eigentlich hauptsächlich eben noch oben beim Bauhof. Deshalb fahre ich da erstmal hin. So, was ich auch noch machen muss, ist natürlich die ganze Steuergeschichte zu regeln. Und ich glaube, ich muss auch noch was an den Händler bezahlen. Da muss ich gleich mal reingucken in mein Tablet. Weil ich habe natürlich erstmal alle Fahrzeuge jetzt direkt gekauft. Aber es waren noch gar nicht alle in meinem Besitz. So zum Beispiel... Ah ne, Quatsch, die haben wir schon abgezogen.
sammeln, aber ich guck mal gerade. Der Jürgen Racix hatte mir eigentlich noch einen Auftrag zugeschanzt hier vom Tobias Knoll. Da könnte ich eigentlich noch ein bisschen loslegen. Ach, der ist hier noch am Machen und Tun. Okay, ich schreibe mal rüber. Da liegt noch ein Stämmchen rum. Ich freue mich gerade mal auf die Seite hier, nicht dass der... So, ab in den Container hier, dann ist er weg. Jürgen! Ja? Servus! Ja? So, bei dir auch alles klar soweit? Ja, und selber? Jo, auch. Du hattest mir letztes Mal noch gesagt, dass er Tobias Knoll noch irgendwo eine Halle hinstellen will. Oh, ja. Das war... Da können wir vielleicht gerade mal vorgehen, dass ich weiß, wo, wie, was. Kommen wir hier durch, ja, oder sind wir zu... Ne, da sind wir zu dick. Wo bist du? Ich komm, überall. Bist du denn hin? Ah, ich laufe außen rum. Ah, ich komm mit dir. Deine gehen. Ja, ich gehe mal hier durch, weil ich glaube da... Ja, da können wir auch durch, ja. So, ich glaube um das Stückchen hier ging's. Ja, genau. Ich gehe mal alles so ein bisschen ab. Soll ich hier auch wegmachen? Oder soll ich die hier stehen lassen? Nee, weg. Ich bin auch weg. Also von deinem Gelände bis zum Hang. Wie weit soll ich denn? Bis hier? So. Warum kannst du noch stehen lassen? Den stehen lassen? Ja, hier so rüber. Okay, dann mache ich den hier weg. Ja. Oh, ich habe keine Kettensäge. Muss ich mal kurz wieder DHL bemühen. Dann weißt du ja Bescheid, was du alles machen musst hier oben, ne? Ja, warte mal. Bäume, Du müsstest mir mal noch kurz, Ach so. Und wie weit hier hinter? Bist du denn schon wieder hin? Ach so. Da. Ja, jetzt passt's. Mach erstmal bis hier. Also, dann mache ich den hier noch weg. Ja. Okay, supi, passt. Also, bis dann. Wie bist du dafür ungefähr? Kommt auf euch an. Wenn ihr wieder sagt, ich kann den Ertrag behalten, dann nichts. Achtung, Baum fällt. Kannst du uns die Bäume runterfahren zum Sägewerk? Zum Sägewerk, ja klar. Sag mal, das werden ja mit Sicherheit 2-3 Anhänger hier sein, ne? Ja, 2 denke ich auf jeden Fall. Kannst du dir, sag mal, man kriegt ja meistens so 1000 ungefähr so pro Anhänger, ne? Pro so einen großen, oder? Nee, das kannst du so nicht sagen. Es kommt immer auf die Qualität vom Holz an. Ja. Also ich würde mal sagen, so, ihr kriegt raus netto für so einen Baum zwischen 2.500 und 3.000 für einen Baum. Du fährst einfach mal das ganze Holz verkaufen, sagst mir, wie viel das waren und überweist die ungefähr die Hälfte oder so. Ich werde so, glaube ich, ein bisschen krank hier. Ich würde das mal so, wie es eigentlich geplant ist, nach Baumstümpfen abrechnen. Also nach gefällten Bäumen. Kannst du auch machen. Da sind die Preise ein bisschen gestiegen, 1000 pro Baum. Dann lässt du die Baumstümpfe hier einfach mal noch dran, dann kann ich danach nachher nachzählen. Ja, ich mache da hinten die. Jo, gut, okay. Ciao. Ciao. So, fetter Auftrag wieder. Der wollte mir zwar mehr geben, wie ich eigentlich verdienen sollte, aber... Naja, muss er nicht übertreiben oder hier die Leute abzocken. So. Dann fäll ich die einfach mal alle.
Weil das Problem ist, ich muss ja eigentlich auch Steuern darauf zahlen. Weil nachher ist, oh, Steuerhinterziehung. Dann lande ich doch noch im Kittchen, das wäre nicht so toll. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie weit er gesagt hat. Ich glaube, der hier soll noch weg. Den mache ich mal noch weg. Dann kann ich ihm nämlich schon sagen, was das ungefähr kostet. So, warte mal, den habe ich weg. Dann mache ich den auch noch weg. Komm. Geht ja. Der hat ja keine genaue Angabe gemacht. Nächstes Mal sollte er die Bäume besser markieren. Och nee. Das mache ich ja gar nicht, wenn sie so Widmenmacher stehen bleiben. Na, dann muss ich nachher mit dem Traktor hin. Hoffentlich fällt er in der Zwischenzeit nicht um. Gut. Na, das werden auch so 20.000 vielleicht hier. Den Transport, den schenke ich ihm. Das ist eigentlich ein Auftrag, den der Tobias Knoll wollte. Von dem her würde es schon passen. Ups. So, ordentliche Action hier. Ich hoffe mal, dass das alles passt.
So, wenn ihr einen Tipp habt, wie ich die 1 da wieder wegkriege hinter meinem Namen, wäre ich euch auch sehr dankbar. Ich weiß nämlich nicht, wieso die manchmal kommt. Ich hatte das Problem hatte ich schon mal. Ich glaube, das ist irgendwie, wenn man eine Map bearbeitet, dann steht eigentlich schon eine Varuna irgendwo mit drin. Und wenn man dann das im Multiplayer öffnet, dann ist das irgendwie so komisch. So, das sieht gut aus. Ich werde jetzt hier erstmal alle Bäume fällen. Dann habe ich eine Anzahl, die ich dem Jürgen auch in Rechnung stellen kann. Und dann, ich werde natürlich die Steuer da noch drauf rechnen. Na, irgendwie, heute ist wieder ein bisschen komisch hier. Na, was ist da los? Naja, egal. Gut, Freunde, aber das soll es auch schon wieder von heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut auch gerne bei dem Jürgen Racek Dark Racek YouTube vorbei. Kanal natürlich unten verlinkt. Oder bei dem Harry Hofer, bei dem Black Beast 86. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.